Der will das nicht einsortieren oder erkennt er das nicht? Ne, erkennt er gerade nicht. Können wir das Ding ausschalten? Hola. Einen wunderschönen wünsche ich der Herr. Du Scheiße, die ersten Sätze verlaut hier. Grüß dich. Wie ist das Wertebefinden an diesem herrlichen Tage? Ja, geht. Also, herrlicher Tag, bei uns schneit's. Und es ist hier... Es ist Schneesturm. Mehr oder weniger so ein bisschen. What the fuck, Schnee? Ja, Schnee überall hier. Ich meine, hier ist zwar auch arschkalt, aber hier schneit nichts. Doch, hier schneit es. Also warum machst du denn sowas? Mach das doch mal aus. Ich habe eine Schalter gedrückt, aber es hat nicht angenommen. Das war blöd. Brauch einen neuen Schalter. Vielleicht steht da nicht mehr unter Strom. Versuch mal die Natur Game Ini umzuschreiben. Meinst du die Wetterstation.ini? Ja, genau. Jo, der hat wieder was zugepatcht heute. Was gab's denn Schönes? Alles. Ja, das ist so eine lange Riesenliste. Ach stimmt, er muss ja so langsam fertig werden, ne? Er ist ja fertig, also muss ja. Er muss ja, glaube ich, heute abgeben. Ah, okay. Und das ist anscheinend erst der letzte Patch jetzt. Und er hat einige Performance-Fixes gemacht, aber da steht auch drin, es kommen noch mehr. Und ich glaube, er hat es nicht geschafft, alles zu fixen. Auf unserem schönen... zwischen unseren schönen Bergen, da war doch dieser See da, ne? Da ist doch... Ja. Und da ist jetzt auch so ein Eisgletscher wie in der Eishöhle. Sieht so ähnlich aus. Ganz cool. Und da sind viele Pinguine drauf. Okay. Da habe ich eben geklatscht, habe ungefähr um die 700 Polymer geholt. Das ist ordentlich. Ja, und habe noch ein paar Pfeile hergestellt. Einfach, ich hab mit der scheiß Pike dauernd gestochen. Es dauert immer ewig. Pike laufen sie weg, das nervt. Und dann kickst du sie. Einfach Kopfschuss mit dem Compoundbau. Fertig. Gut ist, Kopfschuss. Gut ist hier. Kriegst du die fast alle wieder. Bin mit 30 ungefähr los, hab dann am Schluss noch 18 gehabt, weil ihr dann noch, weil ich auch ein paar einen Spieler geschossen habe und der hat da keinen Schaden bekommen. Mhm. Gaming Live Christe. Und ja, passt. Gerade eben zurückgekommen von der Runde. Und sonst Meat Spoiler doch drauf getan, weil dieses in der Tasche Stack und danach 0 Frames zu haben ist nervig. Ja, ist halt schon ätzend. Wenn du im Meat-Spoiler reinschaust, dann hast du das auch, darfst du nur starten, nicht reinschauen. Und darfst doch nicht mehrere Stacks reintun, weil der Meat-Spoiler selbst hat nur 150er Stacks. Und ich habe vorhin reingetan, 10 250er Stacks, hatte danach nur noch 150 kaputtes Fleisch. Also immer nur halbe Stacks reintun. Mhm. Das habe ich da, dann habe ich mal dieses Sorting-System da getestet. Die Mod kam ja schon lange drauf und habe ich mal drauf getan. Okay. Sprich, du tust einfach in eine Kiste was rein, alles was du willst, und dann tust du es an deine Kisten sortieren, die in der Nähe sind. Wenn du schon eins von dem Item drin hast, dann weißt du, dass das gehört dahin. Das ist natürlich gar nicht mal so übel. Ja. Vor allem für dich als Ordnungsfetischist. Ja. Deswegen habe ich es mal getestet. Wolltest damals das schon drauf tun? Aber Schade meinte dann, dass man das ganze Sortierungsspaß wegnimmt, aber... Ja, es nimmt halt die Sortierung komplett raus, aber... Naja, so ganz... als Inventar-Messi ist das schon... Ganz raus nimmst du es ja nicht, du musst trotzdem vorher sortieren und schauen, überlegen, wo du was hast. Und es minimiert das Ganze halt schon ziemlich. Zeitlich ist es halt einfacher. Ja. Und ja, jetzt spinnt das Ding gerade. Ging das jetzt? Das willst du nochmal aufstellen? Mal aufstellen. Es braucht halt Strom. So eine schöne Kiste. Mal gucken. Zack, zack. Scan das nochmal. Das ist so ein Laserstrahl. Und dann soll das sortieren hier.
Gut, das kaputte Fleisch spuckt. Und was er nicht weiß, wo er sortieren soll, schmeißt er raus. Okay. Einfach ganz frech. Da sagt er dann nur, ich weiß nicht wohin, damit behalt deinen Scheiß. Genau, schmeißt er raus und dann kannst du wieder aufnehmen. Ja, musst nur aufpassen, dass du nicht wegläufst, sonst ist er weg nach 2 Minuten, wenn du es rausschmeißt. Ja. Oh, wie schön langsam das Internet heute schon wieder ist. Schlatt mit 0,4 MB. Ach, ist das schön. Was? Shit. Ja, wieder Lichtgeschwindigkeit. Wieso hast du PC nicht laufen lassen hier? Ja, ich hab ihn laufen lassen. Ich hab eigentlich auch gedacht, arg macht hier von allein. Aber wollte er nicht, erst nachdem Steam neu gestartet ist. Das macht, genau, das ist das. Alle anderen Mods werden geupdatet, aber The Center Map ist immer nur nach dem Neustart, warum auch immer. Aber auch nicht gleich, sondern erst nach ein paar Minuten. Ja. Seltsam bei der. Wir waren schon unter Welt, haben auch da schon einiges gebaut und ich wollte halt auch weiterbauen. Ich wollte es mit der Castle Mod testen, aber ich brauch so viele Steine. Also, ja, das ist halt, also mit den Häkchen Stock, also wir sind ja schon ziemlich nah an den Stocks dran im Vergleich zu vorher. Da ist das ja schon heftig. Wir haben ja jetzt schon 12.000 Steine, das geht ja. Wir haben gestern 2 Stunden gefahren, 12.000 Steine bekommen, aber ist halt trotzdem nicht so einfach. Du brauchst ja fast alle dann nur für das. Ja. Und ich weiß ja nicht genau, ich muss ja da testen. Ich muss ja schauen, wie ich dann über den zum Wasserfall hinkomme und dann hoch mit der Mauer. Ich weiß ja nicht, ob die Mauer so hoch geht. Und das ganze Testen kostet allein schon immer wieder Steine zum Hin und wieder weg. Und das ist halt richtig blöd. Du erinnerst dich gestern an unseren 15-Stunden-Timer? Wir sind jetzt noch bei 2 Stunden 30 Minuten. Ja, genau. Haben schon welche erwähnt hier im Stream. Vorhin 8 Stunden, dann habe ich an sich angefangen. Jetzt waren es 4 Stunden, jetzt sind es schon 2 Stunden 30, ja. Mal schauen, was die machen. Genau, die paar Steinchen machst du mit links. Ja, ja. Mhm. Was sagt denn das Ding hier? Oh, jetzt ist gerade wieder schneller. Ich sollte öfter mal irgendeinen Stream öffnen und schließen. Ich meine, das wird zwar anscheinend nichts bringen, aber für mich bringt's was. Mhm. Läuft jetzt mit 1-2. Also quasi fast eins mehr, ne? Ich hab jetzt die Sortierung so gemacht, wie sie früher hatten, so ähnlich. Benny hat eine ganz andere Logik, aber ja, hat einfach mal so gemacht. Wie ich mich zurecht finde. Hab auch 10 Öfen hingebaut zum Metallverbrennen. 10 Stück. Ja, hab ich ja gerade schon gesehen. Wenn du mit der Industrial Forges machst, die von der Arc Advanced Mod ist, die macht immer ganz andere Stacks. Und glaube ich nur auf 250 hoch, ist auch wieder zu wenig. Mhm. Und bis ich die EK mit 85 dachte, mir drauf geschissen. Sehen, wenn gut ist. Ich brauche nur noch Attach zum Verbrennen. In jedem hatte ich 1181 Rohmetall drin. Alles Metall genommen und dividiert durch 10 einfach. Ah. Ja. So. So, ja, genau. Lohnt sich auf jeden Fall, die FAQ anzuschauen. Hab's auch im Titel stehen. Gibt neue Sachen zu entdecken. Neue Möglichkeiten, wie man auf den Server kommt. Da hat der Keksi gestern noch umgebastelt, während ich ihn voll getextet hab. Wer ist dieser Keksi? Irgend so eine Dose. Ah, okay. Muss also sympathisch sein. Irgend so eine Dose tanzt mit Mode. Kenn ich nicht. Noch nie von gehört. Muss ja nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Er hat ja seine Arbeit gemacht. Halt. Genau, seine Arbeit gemacht und es passt schon. Dann ist das okay. Ja, vielleicht tun sie da auch bei dem Countdown irgendwas ankündigen wegen dem Mod-Contest, deswegen kommt der ja. Heute wollen sie irgendwas präsentieren, wer weiß. Hast du noch den Booster so stark an von gestern? Das kann natürlich sein. Ich meine, du bist ein bisschen laut für mich. Kann ich auch leise machen, aber ein bisschen laut bist du nur. Ein bisschen runter. Ja, klar, wir waren ja gestern zuletzt drüben. Da werde ich den Booster wahrscheinlich noch anhaben. So. Jetzt ist gerade die Cam wieder abgestürzt.
Einfach so. Es despawnt einfach, das Spiel. Weißt du? Ja, ich hab's ja gestern gesehen. War es gestern? Keine Ahnung. Als Benny halt in der Cam war und auf einmal zack aus. Genau. Und das mit diesen Frames, dass es runtergeht, ist teilweise immer noch so. Keine Ahnung. RAM füllt sich immer noch, aber ja. Durchs Update wurde nichts behoben hier. Mhm. Und Enter. Ah, jetzt lade ich gerade mit maximaler Geschwindigkeit. Yay. Also mit maximaler offizieller ein Häkchen. Und das, obwohl du im TS bist, was so viel Bandbreite verbraucht. Ja, aber ich merk's im TS schon. Achso, wir hören dich noch ganz normal scheiße. Schön. Na, das ist doch immerhin etwas. Achso, und auf diesem neuen, diesem neuen Eisberg auf dem Fluss gibt es auch wieder Öl. Und Mass. Okay. Deswegen habe ich das alles mal da gelassen hier. BB Crimex. Ach, du warst in der Arbeit heute früh, alles klar. Ja, können wir ja eine Runde drehen. So eine allgemeine wieder. Genau, dachte ich mir auch, ist ganz cool. Also da gibt es das Trailmix oder Trialmix, wie auch immer das Ding heißt. Dann schluckst du das und dann hast du für 2 Minuten 100 Kilo weniger. Wiegst du. Okay. Und ich weiß es, ich habe... Können wir das denn in der Theorie dreimal schlucken? Viermal. Also, ah ja, stimmt, viermal. Du, ich, also unsere beiden Viecher und wir, genau, beide. Genau. Aber ich habe es im Trike probiert, ich habe dann das genommen, das Trike hat weniger gewogen und dann habe ich es wieder was gefarmt und dann war es wieder normal vom Gewicht her. Gestern hat bis Benny getestet und hat er gemeint, es stackt das Ganze. Also von 400 auf 200 Kilometer zweimal ist, aber es hat nicht gestackt. Ich dachte mir, wenn es stackt, vielleicht hält es doppelt so lang. 4 Minuten, ich habe halt die Zeit gemessen. Aber 2 Minuten hältst und 100 Kilo und ich glaube, du kannst nichts mehr machen. Also einfach nur fliegen. Mhm. Nichts ins Inventar auf- oder wegnehmen. Mhm. Ja, momentan betrifft es die 2. Du kannst es dann natürlich, für welchen Server du möchtest, kannst du sagen, hey du, das Glücksrad soll jetzt hier starten, da sind so viel Punkte habe ich. Suchst du vorher einen Server aus und dann drehen wir. Egal, was ich jetzt hier irgendwie spiele, ob ich jetzt hier auf Shigo bin, auf Ascente bin oder sogar ein anderes Spiel spiele, ist es auch egal. Das Glücksrad können wir immer drehen, wenn Zeit ist. Alles klar. Psycho, grüß dich. Warst du nicht schon da? Weiß gar nicht. Ich muss ihm mal was tippen hier. Ja, sonst, wenn halt wegen den FAQ irgendwas unklar ist, einfach nachfragen. Wir beißen in der Regel nur unter der Woche. Nicht ganz so stark wie ein Hai, eher so wie ein Moser. Ja. Ja. Und ja, es gibt Server, wo Follower spielen können. Mit Ausrufezeichen FLQ könntest du mehr erfahren. Ja, ich habe schon so ein bisschen gestalkt hier. Einfach so, ja. Gut, kann auch daran sein, weil ich halt hier wirklich auch allein unterhalte und quatsche. Und wenn man doch quatscht, ist doch ein bisschen mehr los, sag ich mal. Das, ja, verdoppeln wir halt mal eben spontan, wird schon. Und weil ich bin jetzt auch nicht so fit, Augen brennen wieder und so, dann ist es halt so schwer, sich zu, da, ne, zu pushen. Ja, schon klar. Ich will es ja doch machen. Nicht unbedingt zwingen, aber doch einfach machen. Ach, du warst kurz weg, alles klar, dann BB. Ich dachte, dann war es ja klar, dass ich hier deinen Namen schon mal gelesen habe. Ah, sind schon wieder 4 Mods Update.
Öl machen. Gut, haben wir jetzt nicht unbedingt mehr Mangel an Öl, sondern man kann noch zum Testen. Brauchst halt für ein Spoiled Meat und 5 Hide, haben wir dir gestern ja schon gesagt. Glaube ich. Und, ja. Und eine Scheiße. Nur die Scheiße stackt ja nicht. Die Scheiße musst du einzeln mal reintun. Und das Ding hat nur 100 Platz und ja, ein paar Minuten ist es dann wieder weg. Und kennst vielleicht noch die Mod von. Kennst vielleicht die Mod von The Island noch mit diesem Poop-Collector, die andere? Weißt du nicht, da hatten wir mehrere drauf. Und da konnten wir das machen, dass es auf 50 oder 100 hochstackt, die Poop. Mhm. Und dann hast du einen in ein Ding reingetan, in einen Croplot, und dann nutzt du den ganzen Stack als 1. Das war jetzt auch dämlich. Also ist komplett weg gewesen. Ganze Stack war weg. Ja. Und hier in der Maschine würde das gehen, aber extra dafür nochmal eine Mod drauf tun, dachte ich mir, nee. Nee, Schmarrn. Nur, dass das Ding stackt. Ich finde, auf der FAQ-Seite keine IP zum Server. Ja, ist ja klar, die IP kriegst du erst, wenn du den Server gewonnen hast. Wieso soll ich die IP schon vorher rausrücken? Nützt dir ja nichts, wenn du keinen Zugang hast. In der FAQ steht, wie du dir Zugang verschaffst. Und wenn du den hast, gewonnen hast, oder den verdient hast, wie auch immer, dann bekommst du auch die IP. Chromecasting? Ist das etwas, wo du dann auf dem Fernseher surfen kannst, oder wie? Ja. Schon, gell? Okay. Gut. Das ist das Ding, mit dem ich den Stream auf den Fernseher schiebe. Das machst du also jeden Abend mit mir? Genau. Schiebst an mir rum? Ich schieb dich auf den Fernseher ab. Da ertrage ich dich wenigstens. In voller Größe. Genau. Das ist schön, das ist schön. Also mein Level aber echt langsam jetzt hier. Ich hab ja auch in der Unterwelt Sachen gebaut hier. Da 300 Wände, da dies, alles, Ceilings, Walls, was weiß ich. Nö, kein Level. Aber ist gut. Wieder Eier sammeln hier. Ah, cool. Wieder 3 Eier. Achso, warte, ich wollte mit dem Compound-Bau Eier sammeln. Wegen dem Zielen auf die Dodos. Das geht dann, ja. Wie genau, Keks? Ich hab das vorher gesagt. Frechheit. So. Ich verbinde mein Handy im Stick und dann kann ich im Chat-Aktive sein, weil der Wörter auf mein Handy. Ach so, das habe ich nie gern gemacht, okay. Ist der Chromestick per HDMI WLAN. Verbunden oder was? HDMI und WLAN. Okay, ja, WLAN Handy und achso, WLAN, genau, Ding. Ja. War so ein Ding nicht 100 Euro oder was kostet sowas? Nee, 30. Ach, okay. Also was gab es schon vor ein paar Jahren, so ein Stick. Aber ich glaube, das ist jetzt hier. Ich habe jetzt vor 3-4 Jahren habe ich dann das letzte Mal die Preise gesehen für sowas. Gut. Jetzt halt 30. Mit Android gab es das damals, aber hieß er glaube ich nicht Chrome Stick. Hab schon mehrere Firmen probiert. Das war glaube ich damals 100 Euro. Ja, der von Chrome, also der Google Stick, der hat jetzt da seine 2er-Version bekommen. Achso. Der wurde jetzt das erste Mal quasi geupdatet. Ich weiß gar nicht, was da die in Häkchen neuen Features sind. Deswegen ich mir halt auch noch keinen neuen geholt habe, weil der alte tut halt genau das, was er tun soll. Ja, das reicht ja. Hast Android am Fernsehen. Fertig. Kannst du auch mit Tastatur anschließen, hat die USB. Ja. Genau. Ja, da haben sie damals die Tastatur empfohlen, die ich hier habe. Mit Maus, mit allem. Ja, an dem halt geht's halt nicht, weil du hast halt an dem Micro-USB bist du halt am Laden. Also der braucht halt eine extra Stromverbindung. Ach so, du kannst ja aber, na gut, wenn du Strom aussteckst, dann kannst du sie ja anschließen. Ja. Ich verbinde mein Handy mit dem Stick und dann kann ich. Achso, habe ich schon gelesen. Ich dachte schon, was voll was Neues, Mann. Muss ich wieder umsetzen, ey. Leg ich hier ein. So.
Ich bin ja sogar schon online. Das ist ja der Wahnsinn. Echt? Und eingeloggt bin ich auch schon. Ich bin ja fast überglücklich. Hoffentlich nicht. Und dann kann ich mal jemand anders sein, außer mich. Ich meine, ich bin ja geil, aber... zweimal ich ist too much. Ja, absolut. Lieber nackten Keks hier. Tim dreht, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Okay. Ja, bitte? Ich bin wieder weg. Wieso? Ja, ich habe wohl doch ein paar Symptome deiner Kamera geerbt. Einfach so weg. Aber ganz Steam, ne? Ach, ganz Steam. Gut, das habe ich nicht. Das war bei dir nur letztens doch auch mal wegen dem hohen Prozess im Steam. Ja, das... ja, also wenn schön. Ich halt komplett, ist halt komplett Steam despawned. Jetzt startet es nicht mehr. Wie letztens. Ja, doch, ich habe ja den Beta jetzt drauf. Der Beta startet, der normale... Also wenn ich jetzt umstelle in der Einstellung auf normal und wechsle wieder, dann geht's nicht mehr. Dann startet Steam nicht. Ja gut, dann tut er irgendwas von der Beta nicht gescheit ab, runter. Das ist noch das andere, das ist klar. Ja, ich kenne dich noch, wegen Tim dreht. Wie läuft's? Ich hab ja nochmal Steam drauf. Ach, guck mal, jetzt ist die Hälfte mit in den Top 3. Ich habe ja nochmal ein Häkchen normales Steam drauf. Mhm. Also die halt direkt auf C. Das aktuelle Steam ist ja nicht auf C. Ja. Und das ist halt kein Beta-Steam und der startet auch nicht. Also da scheint irgendwas nicht zu wollen. Ist irgendwas kaputt, da. Ja. Hier, Sauna möchte mal die Drachenmod testen. Ah, mal gucken hier, was er davon hält. Klar sind die Drachen geil, aber naja, zu krass einfach. Zu powerful. Immer besser. Und bei dir? Ja, passt. Ganz gut soweit. Ganz gut soweit. Immer besser kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist gleichbleibend. Gleichbleibend okay. Achso, ich wollte ja Touch. Wo haben wir noch Touch? Hier. Achso, ich habe ja das Fleisch wieder. Ich muss das Fleisch wieder zurück tun. Kurz hier. Habe ich hier noch Eggs? Nee. Oh, has left. Jetzt bist du erst raus. Gestern, ich bin schon fast wieder da. Gestern ist Benny rausgeflogen. Ist dann wieder rein und dann hat er selbst gelesen, wie er rausgeflogen ist davor. Dass der Timeout bekommen hat. Ja, ist doch auch was. Ja. Dabei kann ich dabei essen, deswegen müsste ich... Ja klar, sicher am Fernseher. Ist ja doch meistens ist der Fernseher ein bisschen größer als der Monitor. Nur ein bisschen. So, jetzt habe ich wieder Platz. Ich muss diesen Scheiß da starten. Also Compoundbau ist schon gut. Hat meine Erlaubnis zu existieren. Kannst du gleich am Basteln. Genau, Pfeil habe ich eh gebastelt, den Bogen habe ich vergessen. Und zack. Kann man schön Pinguin einfach killen hier. So, mal schauen. Noch hat keiner das Rad heute ausprobiert. Nicht? Nee, aber ist auch gefährlich. Ich glaube, das Verhältnis ist doch 3 zu 1. Ich bin nicht sicher. 3 Tetch für ein Metall. Moment, nur mal kurz schauen. 433, ob das geht. Oder wird ganz knapp nicht gehen, oder? Ne, geht nicht. Toll, leck mich. 1, 2, 3, 4. Ah doch, es hat geklappt. Es hat geklappt. Warte mal, nochmal. 1, 2, 3. Energie. 431. Doch, es hat 2 weggebrannt. Es geht. Das Tetch war weg, aber es hat ja noch nachgehalt. Mhm.
Stimmt. Und der Bogen ist auch schnell, der spannt schnell wirklich. Ja. Sehe ich auch so. Und nicht nur ganz gut, sondern noch viel besser. Von Tag zu Tag. Das freut mich, Chaos, dass du das endlich einsiehst. Okay, es geht. 3 zu 1. Gut. Dann muss ich immer rechnen hier. Kurz. 429 mal 3 sind 1287. Mal schauen. 1, 2, 8, 7. Tatch. Nein, nein, nein. Warte. Nee, falsch. Wie kann man das? 2, 8, 7. So, 1, 2, 8, 7 hier. Das testen wir direkt. Es muss dann perfekt brennen. 1, 2, 8, 7. Und Energie. Bei dem 433. 4 da 3 mal 3. 1, 2, 9, 9. Zack. Zack. Da auch. 1, 2, 9, 9. Ach so, 1, 2, das ist ja noch. Okay. Schon perfektionieren hier das Ganze. Na klar. Hast du eigentlich jemals daran gezweifelt, Chaos, dass es so ist? Nochmal einen, haben wir nicht alle daran gezweifelt? Ich zweifle immer noch. Bist du? So. Ich darf jetzt immer mehr Compound bauen. Weil jedes andere Ding, was du so in die Hand nimmst, dauert immer so langsam. Das ist ja hier, Kuh und Kuh sofort wieder da. Das Ding hast du ja gesehen gehabt, gell? Dieser Shredder da. Also der. Ist, wir haben ja gesagt, wir, das Ding assimiliert ja alles, ne? Jetzt ist der Industrial Grinder auch dabei jetzt. Ja, läuft. Das war krass beim Herstellen, was das alles kostet. 20 mal mehr als das andere. Aber er ist da. Nur er hat nicht diesen Hackfleisch-Meat-Spoiler da. Und du brauchst das Ding. Du machst ja den Smoker, kennst du ja. Den Smoker machst du ja hier Jerky. Ja. Und nur mit dem Ding kannst du die Sachen aufmachen. Das schweißt es halt so ein. Kann ich dir gleich mal zeigen. Nein, habe ich nicht. Beste Antwort, du darfst bleiben. So, und zwar brauchen, habe ich E-Prime geholt. Und kann ich dir mal zeigen? Und zwar. Bist du eh ein komischer Kraut, das weißt du ja eh. Jo. 250, 55, genau. Soll ich alles kochen? Ja, machen wir einfach. So, komm mal mit zu diesem Ofen hier hoch. Wo diesem Ofen? Der Ofen hier. Der sieht da cool aus. Ja. Ich tu mal jeweils Stacks rein, Qualle Stacks. Zack. Und die macht es in 30er Stacks. Also, das können wir dann nur nutzen für Jerky. Ja, das hatten wir ja schon. Genau. Ich schaue immer gerne rein, weil du immer so viele Mods ausprobierst. Freue mich schon auf den Buschspiel-Mod-Test. Oh, ja. Ja, da, das habe ich ja gestern Abend schon gesagt. Das dachte ich mir. Das interessiert mich echt. Das gibt dann noch mehr Action. Auch so vorhin, wie ich alleine war. Mich rumgeflogen, geschaut, gemacht habe, wenn dann so ein Buschspieler gekommen wäre, hätte ich ja schon Angst gehabt. Oder wäre das schon eine Herausforderung gewesen.
Also anscheinend hat die Mod immer komplett andere Stacks. Das heißt, wenn irgendeine Mod verschwindet, dann, also die Stack-Mod verschwindet, behalten die noch, aber wir nutzen die ja nicht. Ich nutze das nur für Jerky. Mhm. Aber es kocht doch ziemlich schnell. Ja, zum Glück. Zum Glück hier. Ja, und deswegen ist es auch ganz gut, weil wir auch Mods testen, dass wir auch einen geschlossenen Server haben. Ich habe da keine Lust, wenn so Leute drauf sind, dass ich dann immer sage, hey, ich will neu starten und dann, nee, geht nicht, deswegen. Es wird immer sein, dass es immer einen geschlossenen Server gibt für uns. Also für die Mod-Tester. Der kocht aber schon kreuz und quer. Ja. Also geht viel schneller als das Lagerfeuer. Lagerfeuer geht das Prime kaputt, bevor es gekocht wird. So, jetzt nehm ich mal hier jeweils zwei mit. Zack. Und hol mal Öl. Da haben wir ja ein bisschen was da. So, dann machen wir 700 mit. Und du jetzt hier rein gehst in das Ding da, das kennst du ja. Ich weiß aber nicht, wie es das macht. Nach was für einer Regel. Ob es jetzt zuerst das Prime macht oder nur, oder die ersten Stacks nimmt oder so. Keine Ahnung. Erstmal Turn on und dann geht's ja. Hast du das Geräusch von diesem anderen? Nee, ich hab Ingame-Sound relativ leise. Okay, hier ist so ein Ding, kannst du ja mal kurz schauen. Wenn du dich hier bückst, ist hier so eine Raspel, die raspelt irgendwie die Steine weg. Also bei dem anderen Teil. Das macht eh Jerky, das kennst du ja. Hier, das da. Ach da. Musst du ganz, dich ganz bücken. Mit naja. X. Nee, ist ja schon. Achso, krass. Und das geht sogar unten drunter. Die Grafik, also wenn du dich unter das Haus stellst. Er hat echt alles komplett neu modelliert. Ah, irgendwas ist hier gerade eingefroren. Ich wollte gerade mal die HP-Bars ausschalten, aber irgendwie wollten sie nicht ausgeschaltet werden. Ah, jetzt wieder. Genau, und hier ist diese Steam Workstation-Gedönse. Ja, die finde ich optisch ganz cool. Ja. In diesem Teil, weiß nicht, hast du das gelernt, das alles? Du musst dir mal dieses Steam Powered Press anschauen. Wenn du die gelernt hast. Ich hab noch gar nichts aus dem Ding gelernt. Alles mit Steam lernen einfach. Am besten. In den grauen Dingern. Ja, schon nice, Sanatz, ja. Auf jeden Fall. Ach, hier gibt auch Kupferleitungen. Ja. Gibt ja auch Kupfer, Stromgenerator, Kupferleitung, alles. Die Kupferleitung, eine Leitung alleine lässt sich in alle Richtungen drehen. Okay. Steht schon im letzten Patch Note schon. Ja, die Presse hatten wir ja unten stehen. Genau, schau dir mal die Mats an, falls du gelernt hast. Das, wie krass die sind. Ja. Also die Kupferplatte, die 150 Stück, da brauchst du Glas dafür. Pro Kupferplatte, 2-3 Glas, schon mal. Metal-Ingerisse ist da nicht so schlimm. Glas selbst nochmal, also die Kupferplatte. Du brauchst erstmal, musst du Glas, also das Kupfer schmelzen. Irgendwie. Durch Glas und ich glaube durch Metall. Also schon böse. Und dann nochmal das Glas selbst und dann nochmal das, also. Ist volles hart. Programm, also. Es macht schon richtig Spaß. Keine, ja, fast 2 Stunden gebraucht, um das herzustellen. Ja. Die ganze Zeit. So, jetzt haben wir hier. Haben wir jetzt hier. Kannst du schauen, jeweils 12 Dinger da. Hier. Oh. Jetzt nimm mal ein so ein Ding. Hier, da, das ist ein Smoker. Das ist so eingeschweißt, das hat auch keine Haltbarkeit. Halt also ewig. Genau, nimm mal ein so ein Ding und nimm beide, scheißegal, einfach beide. Und tust du mal hier rein in den Crusher hier, seid ihr hier mal, genau, Crusher. Einfach rein tun, dann öffnet er sie. Voll lustig. Es sind immer 5 drin. Sogar automatisch, ne? Das ist schon ganz cool. Ja, und, genau, und doppelt, ja. Mhm. Mach's halt auf, du kannst ja nicht mit der Hand aufmachen.
Ja, und hast du dann die 60 Dinger. Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt. Genau, die kann man in der Kibbelgucke rein tun, dann passt das. Und deswegen konnte ich auch Valhalla halt ja nicht weitermachen. Finde, dass der alte Kibbelgucker viel hübscher war. Ja, der, ja gut, der war halt die... Die Ding-Mod hier, ne? Der Kühlschrank einfach. Ja, ja. Aber war schon geiler mit dem Graffiti und so. War schon cooler. Also optisch war das schon ansprechender, finde ich. Aber was will man machen? Ja, und TS scheint halt wieder zu gehen. Wunderbar. Ja, das ist halt ein eigenes Modell, das Ding. Das ist eine komische Maschine da. Ja, aber so geht's halt schnell Jerky herstellen. Ja. Da mit diesen fertigen Stacks von der Advanced Mod kannst du halt nicht herstellen unten im Preserving Bin. Mit denen geht's nicht. Mhm. Das funktioniert da nicht. Aber brauchst du halt viel Öl. 586 habe ich. Mal schauen, was ich danach und nach noch habe. Was sollte denn mit Head schon? Ja, und so fügt sich ja alles zusammen. Muss das Ding halt öffnen mit dem Crusher. Ja. Gibt da noch viel, viel mehr Sachen, die wir noch gar nicht gebaut haben, gesehen haben, weil wir sie einfach nicht, ja, nicht wussten, dass es sie gibt oder nicht brauchen momentan, weil keine Mats haben. Ja, und dieses Sortierungsding, kannst du, wenn du willst, kannst du es auch mal anschauen. Das war jetzt drüben drin, ne? Mhm, genau. Ein bisschen was mit. Aber heute laugt irgendwas an den FPS ziemlich dolle. Ja? Ja, der hat halt Performance-Optimierung gemacht für den Server. Ich weiß nicht, sämtliche Optimierungen, die vermiesen das Ganze irgendwie so ein bisschen. Bei allem und jedem. Ja, wird nice Chaos auf jeden Fall. Du zockst die Wush People auf Island, hast du gesagt. Da laufen sie anscheinend. Ich weiß ja nicht, wie es mit den ganzen Spawn-Sachen hier ist. Genau. Ach, und die scheiß Pfeile zeigen dir sogar an, in welchen Schrank der da schmeißt? Ja. Okay, das ist geil. Der scannt es dann jedes Mal. Ich tu jetzt mal hier ein paar Sachen rein. Da. Musst halt einmal das drin haben. Ja, jetzt kannst du machen E-Sort Items. Ja, und dann tut er sie da rein. Und in den. Und in den. Und dann ist alles leer. Und wenn er es nicht kann, dann schmeißt es dir wieder hin. Auf den Fußboden. Na, dann nehme ich mal was, wo ich mir sicher bin, dass wir es irgendwo nicht verpackt haben. Dich da. Genau. Na, das Wisst gefällt du? Mir. Genau. Hat er keinen Bock. Leck mich. Nimm. Na, scheiß wieder. Das, ja. Das ist halt auch nicht so dramatisch, wenn du mal hier Take All machst, beziehungsweise Transfer All. Mhm. Hat dann leider 100 Platz, wird man das schon. Nein, 20 meine ich. Das ja. Ist gar nicht mal so viel. Aber wenn es dann schnell wegsortiert ist, ist ja wurscht. Aber mich interessiert, was ist das, der hintere Pfeil, den er da gerade hatte? Oben der links, da, gell? Nee, der hier. Dahinter ein Generator? Nimmt er den auch als Generator, Lager? Ne? Weiß nicht. Öl vielleicht? Ja, Three Boys, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Drück Ach mal so. Auf Scan. Ja, so. Ja, ist der Generator. Hat es da das Öl reingetan? Okay. Gute Frage. Was ist also hier sind 109 drin. Ja, warte, ich tu mal.
Ich habe jetzt kein Öl dabei. Aber hier ist, glaube ich, Öl. Zum Test habe ich hier Öl hingetan. 100. Hier, Gott, stimmt, ja, hier ist ja nur eins drin, ja. Hat er nicht gemacht, ja. Mhm. Es ist eigentlich gut. Brauchen wir gar nicht Öl woanders hin tun. Ja, ist ja gut, wenn der Kram läuft. Er tut's dann ins nächste rein. Eins, zwei, neun, okay. Ja, starten momentan viel Descent Map, klar. Ist jetzt im Munde. Ich zeige es ja. Deswegen gefällt jedem, da macht jeder. So, das waren die Kleinigkeiten, die ich getestet habe hier. Ja. Eins, zwei, drei, neun. Drrrt. Und zack. Ich bin eben noch mal kurz AFK. Jupp. Ja, das muss ja bei dir nicht sein, Sauna. Das muss ja bei dir nicht sein. Oh, ein bisschen Touch. Aber ich könnte es ja auch theoretisch mit Holz machen. Der Biber kann ja, farmt ja schneller Holz. Ich habe jetzt nur Tetch genommen, weil wir so viel haben. Und Tetch macht da keine Kohle. Aber die Kohle stackt ja auch, von daher. Hatten wir früher Probleme mit Stacken und Kohle. Natürlich ist der voll. Warum sollte der leer sein? Nehmen wir halt Holz. Was ist mit Holz? Wie viel? Ey, was? Kann ich den da reinnehmen in den Biber? Geht das? Nee, natürlich nicht. Klar, im Biber wiegt das Holz gar nichts. Bei mir schon. Kann ich mich jetzt bewegen? War schon Gewicht, oder? Was sonst? Ja, lass mal erstmal so. Ja. Jetzt schauen wir erstmal. Also, Tetch ist 3 zu 1. Wie viel Holz es braucht, um ein Metall zu schmelzen? Ja klar, lässt du nachts laufen, sonst kannst du nicht mehr zocken heute. Sollen wir mal ein Holz an und schauen, ob es reicht. 4, 3, 5. Wäre doch cool, wenn es 1 zu 1 wäre. Dann würde ich es nur noch mit Holz machen.